Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Intermezzo. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen reflektiert. Heute ist der 1.10. Das letzte Video kam Ende März. Was ist los? Ja, der übliche Krimskrams, ne? Also irgendwas kommt immer dazwischen. Ich habe versucht, so ein bisschen eine Balance zu halten. Ich habe irgendwann einfach ein bisschen den Mathe-Kanal aus den Augen verloren. Soll jetzt wieder besser werden, weil jetzt werde ich den anderen Kanal wieder ein bisschen entspannter bespielen, nachdem jetzt aus Diablo die Luft raus ist. Erheblicher Aufnahmeaufwand. Genau, was ist der Plan für den Rest des Jahres? Ich fasse mich kurz, ich möchte es kurz halten. Ich hätte gerne den Foyer-Reihenkurs fertig. Der wird jetzt in Schlagzahl verdichtet. Genau, und wenn der fertig ist, dann weiß ich noch nicht. Dann schaue ich weiter, worauf ich Lust habe. Ich habe noch Material rumliegen zu Hilbertträumen, das müsste ich aufarbeiten. Das wäre aber definitiv ein solider Anschlusskurs. Ich habe noch Material rumliegen zu Sobolev-Räumen. Die ergeben irgendwie hintereinander weg Sinn. Muss ich mal schauen, was da schön ist. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Irgendwie was in die Richtung Funktionalanalysis wird es werden. Und darüber hinaus mal schauen. Ich habe nur eine Kleinigkeit geplant, die weniger mathematisch ist, mehr informatisch. Ich habe vorhin mal so ein bisschen auf dem Kanal Programmierung ins Spiel zu bringen. Auch wenn das nicht zwingend direkt mathematisch ist, kann man da sehr schöne mathematische Sachen mitmachen. Und lese mich gerade dazu ein bisschen in Graphentheorie ein. Habe da auch ein bisschen was schon zu gemacht gehabt. Hab nur das Problem, dass ich das Buch verlegt habe. Ganz blöd und doof. Es gibt ein wunderbares Buch von Herrn Distel zum Thema Graphentheorie. Das liegt irgendwo und ich weiß nicht wo. So, in Ermangelung besserer Inhalte habe ich mir dann nochmal ein anderes in Anwendung geholt. Mal gucken, was daraus wird. Und das würde ich halt gerne so ein bisschen in Python machen, weil Python hat, also hat natürlich Libraries für Graphen, Bäume und Co. Aber wo liegt der Spaß, wenn man es nicht selber machen kann? Und bei der Gelegenheit wollte ich dann auch gleich ein bisschen über Software sprechen, weil das ist nun mal das, womit ich mittlerweile mein Geld verdiene. Und da können wir uns vielleicht das ein oder andere mal angucken. Aber wie gesagt, ich halte den Scope mal klein. Dieses Jahr Foyer rein, fertig. Und danach schauen wir einfach mal weiter. Ich nehme ein bisschen auf, ich produziere vor. Ich versuche mir aber von diesem Gedanken zu lösen, dass immer so ein ultra hübsches Skript im Hintergrund liegen muss, weil ich sehe ja meine Zugriffszahlen und ich schreibe die Skripte ja im Wesentlichen nicht für mich. Mir reicht ja auch mein aufgeschriebenes Geschripseln hier. Wenn ich natürlich da mal irgendwie ein bisschen was für mich täche, sieht das auch anders aus. Aber letzten Endes ist das halt immer so eine Sache. Da muss ich mal gucken, wie ich da so einen Einklang finden kann. Aber das ist so jetzt auf jeden Fall mal der Fokus, damit mal wieder ein bisschen was ist heute hier. Und genau, das wäre es auch schon von meiner Seite. Morgen oder so kommt die nächste Folge AMF. Und dann erhöhen wir die Schlachtzahl. Ich versuche jetzt den Rest relativ zeitnah wegzufilmen und dann kommen wir der Sache näher. In dem Sinne, danke, dass ihr mir treu geblieben seid, trotz alledem. Ich habe ja keinen Followerschwund gehabt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, jetzt geht es wieder weiter. Und diese pausierten Playlists, Analysis und Funktionentheorie, ich glaube, mittlerweile steht da abgebrochen hinter. Take it with a grain of salt. Ne? Also, da ist was, aber da brauche ich Zeit. Das ist halt, sind halt Mammutprojekte. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Zu sehen gab es ja nicht viel. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.